Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Diesmal nicht alleine, ich hab den Mann dabei, der auch im echten Leben versucht, eine Reward zu claimen, der Street Digger 2. Oh, jetzt fängt er auch noch an. Das war doch irgendwie klar. Ich geh wieder heim, ich hab keinen Bock mehr. Das war doch jetzt irgendwie klar. Einen wunderschönen guten Hallo. Oh je. Ja. Es ist sehr furchtbar. Ich sag kein Wort mehr. Ich höre auf mit dem Let's Play, echt. Ey, komm. Damit hättest du doch jetzt eigentlich rechnen müssen. Nee, hab ich nicht. Ach je. Okay. So, warte, mir gerade noch ein Auffällt. Ich habe noch ein Schwert für dich. Oh, danke. Danke. Soll ich dir das andere wieder geben? Ach, stimmt, ja, das ist noch das andere. Kannst du machen. Bitte. Danke. So, Standardschwert. NIO-Schwert, so rum. Ja, schön aus Dark Seal gemacht. Was ich auch cool finde, kannst du noch powern, also verstärken. Und die Gesundheit. Ja, ja, ja. So, was wollen wir heute machen? Ich glaube, du hattest gesagt, irgendwie Twilight Forest, gell? Ja, klingt noch eine gute Idee. Ja, haben Leute ja schon ein Portal aufgebaut. Ich würde sagen, kommen wir ja mit. Er kommt. Ich mache. Erscheinen reicht. Ich mach noch die Tür zu. Jo. Boah. Oh, ein Schleim. Mhm, die spawnen hier überall. Wir haben ja echt kein Sonnenlicht. Ja, ich frag mich warum. Ja, ich komm so dezent nach oben. Was ist denn das? Das ist ein Hut gewesen. Ich hab mich gerade gefragt, hä, das ist doch kein Slime. Oh. Oh, sehr schön. Ich hab fünf Slimebälle. Ja, ich auch. Und ein Miniaturrotes Herz. Oh, cool. Gut. Das ist nicht verkehrt, ja. Dann einmal da drüben zu der alten Butze. Da kommen wir auch echt nicht so. Die alte Putze. Mhm. Wie im Netherportal. Warum schön. Oh, hier ist dunkel. Ja, woran kann das nur liegen? Ja, keine Ahnung. Ja, weiß auch nicht. Bestimmt mit Sonnenfinsternis. Ja, bestimmt, ja. Oh, hast du die Sonnenfinsternis gesehen? Ey, komm, hör mir bloß auf. Das war ein Witz. Das war bei uns so derbe ein Witz. Wir hatten nur bewölktes Wetter. Ja, super. Weißt du, ich komme gerade nach Hause, die Sonnenfenster ist nicht vorbei. Ich guck nach oben, du siehst ein bisschen von der Sonne. Die Erde sieht komisch aus. Das ist normale Erde, bloß da sind Blumen drauf. Ja, ja, ich sehe es. Nee, ich meine hier. Oh. Ja. Da sind ja Blumen drauf. Ja, gut. Gut. Ich würde sagen, einmal reinhüpfen. Einmal reinhüpfen. Jetzt. So, ich muss mir auch noch einen Waypoint setzen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch ist, aber die Karte ist auf J. Auf J? Doch, ja. Oh, Alter. Ja, die ist echt gut aufgebaut, finde ich. Ja, die ist erstmal ein bisschen überladend. Mhm. So, Waypoints da. Warte. Boah. Ah, jetzt, okay. Maximum Distanz. Hä? Nee. Er ist schon wieder überfordert? Ja, ich bin total überfordert. Ich weiß nicht, wo ich meinen Waypoint setze. Pass auf. Du bist ja jetzt auf deinem Standard-Map, ne? Ja, ich habe da die ganzen Reiter, wo du ja. Minimap, Preset 1 und so weiter. Ja, ganz rechts das oberste. Was, ganz rechts das oberste? Diese Flagge. Welche Flagge? Bei welchem Reiter bist du überhaupt? Minimap, Preset 1 oder was? Ich bin gerade umschauen, wo du bist. Das ist wirklich auf der Karte an sich, wenn du das erstmal drauf gehst. Nee, ich hab da schon, also ich bin Journey Map 5.0.1 Options. Warte, wo bist denn du jetzt? Ja, ich hab J gedrückt. jetzt habe ich die Karte. Ah, okay. Gut. Ah, Waypoints, die Flagge. Gut. Neu, danke. Name, Portal. Gut. Staffel, Klose. Und jetzt, X. Ah, oh, ja, jetzt ja. Hab ich's. Finde ich auch eine sehr coole Map eigentlich. So, ja. Kennst du den neuen Twilight Forest schon? Teilweise. Also, an sich ist es so, der Twilight Forest, die konntest ja vorher einfach die Bosse besiegen, wann du willst. Ja. Das ist jetzt so eine kleine Questreihe. Oh, cool. Wenn du nämlich jetzt mal deine Erfolge anschaust und dann auf Twilight Forest gehst. Erfolge war bei Statistik, gell? Ja, nee, das ist Achievements. Ah, ja, genau. Minecraft, Industrial Craft, Mistcraft, Twilight Forest, cool. Mhm. Ja, die ersten zwei haben wir schon gemacht, Forest Portal gemacht und in Twilight Forest ankommen. Mhm. Ja, nächstes jetzt erstmal irgendwas von den lokalen Tieren hier töten. Ja, dann gehen wir mal, ne? Ja, da drüben sind schon die ersten.
hoffe, ich überlebe das. Ah, klappt schon. Twilight Hunter. Jawohl. Komm her, komm her. Ja. Juhu, Twilight Hunter. So, und dann würde ich sagen, fällt mir gerade schon auf, ich habe es zu Hause vergessen. Weil wir sollten uns eigentlich eine Magic Map mal machen aus einer Rabenfeder, Glowstunders und Torchberries. Weil damit kann man so richtig schön sehen, wo hier alle Bosse sind und so weiter. Und um die Bosse kümmern wir uns heute. Ja, cool. Dann müssen wir aber nochmal heim, ne? Ja. Ja, okay. Als einmal das Grüßen. Ja. Wer? Schon wieder vergessen. Was? Ich bin unter der Erde. Ja, ich seh's. Was? Ja, okay. Ich hab auch das Portal kaputt gemacht, um dich versucht rauszuholen. Super Start. Aber und, bring doch einen Diamanten mit. Ah, gut. Dann bringe ich auch schon gleich die ganzen Sachen mit, bevor ich dann wieder doppelt und dreifach laufe. Torchberries? Es müssen überall Blumen sein, gell? Ja. Farbenfeder. Das Wasser ist noch da, oder? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das eine unendliche Quelle ist, weil da steht ein Grab drin. Ich glaube, ja. Das ist deins. Ah, ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Ach, bin ja nur nicht schon auf genug gestorben. Gut. Oh, ist das schön hier. Ah, da ist er ja. Jo, bin da. Ja doch, ist unendlich. Gut. Ah, ich geh mal weg. Kannst du einen Diamant nochmal reinwerfen? Jo, mach ich. Einmal. Flop. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das offen ist. Ja, hier ist nicht so gut mit, und so. Ja, das ist immer dieser wundervolle Moment, wenn du nicht weißt, was du sagen willst. Ah ja, was ich voll vergessen hab. Hier noch ein Stack Fackeln. Ah, ja, danke. So, auf jeden Fall. Wie war das jetzt hier? Rabenfeder und so? Einmal eine Torchberry, eine Rabenfeder und ein Glowstone Dust. Einmal so. Und wir haben einen Magic Map Fokus. Oh. With Fire at Right. Cool. So. Daraus können wir nämlich jetzt eine Magic Map machen. Einfach nochmal nachschauen. Ja. Und ich hab schon wieder was vergessen. Eieiei. Karte ohne Papier ist nicht gut. Zum Glück kannst du fliegen. Oh, ein Zombie. Ja, ein Zombie. Ist echt hilfreich. Was ich ja auch echt cool finde hier, hier spawnen teilweise auch wirklich so Pferde mit Zombies oder Skeletten drauf. Boah, krass. Zuckerrohr. Dop. So, Magic Map. Haben wir. So. Können wir das noch mal weg und dann auch was rein. I can see for miles. Neues Achievement. Kennst du Miles? Miles? Ja. Lustig ist, was mir gerade einfällt, einer seiner Klasse heißt Miles. Ah, okay. Smiles oder was? Nee, Miles. Miles, okay. Also ich kenne bloß Robert Miles. Den kenne ich nicht. Nee? Nee. Ja, der hat ein ganz, ganz berühmtes Lied gemacht. Children heißt es. Okay. Glaube ich. Robert Miles? Ach, ja. Irgendwie sowas. Wow. Wo ist denn der jetzt hin? Ja, der kommt da. Oh, Enderperle. Oh. Ja. Ich glaube, das war ein Creeper, ne? Nee, das kommt mir so vor. Nee, okay. Lass doch lieber schnell die zweite Chance gehen, bevor noch mehr kaputt geht. So. Übrigens ist das Portal noch da, wo es war. Ja, ja. So. Magic Map. Da kann man nämlich jetzt auch mal so richtig schön sehen, wo hier was für ein Boss ist. Kann ich dir vielleicht mal kurz zeigen. So, nämlich ist hier drüben schon, da vorne ist ein Labyrinth, das wissen wir. Und da hinten, da muss auch noch irgendwie eine Naga sein. Ich kann das mal gerade ergeben. Kannst mal auch anschauen. Ja, danke schön. Oh ja. Welches Kreuz bin ich jetzt? Irgendeins, ich weiß nicht genau. So, jetzt muss ich aber mal schauen. Da
Ich hatte schon mal offscreen so ein bisschen die Karte aufgedeckt und habe da schon mal eine Naga da hinten gefunden. Okay. Ich will auch hoffen, dass ich jetzt in die richtige Richtung schaue. Ah, das müsste da sein. Ach, mach mal einfach. Wofür haben wir die Waypoints? Ah, oder so ähnlich. Okay, 300, 257. Okay, ist da dann. Ah ja. Oder? Was? Ich bin gerade ein bisschen verplant, ne? Komisch. Das kenne ich gar nicht von dir. Ja, danke. Okay. Wir gehen einfach mal drauf los. Kann doch schief gehen. Aber es tut echt mal gut, mal wieder mit dir was zu machen. Ja, freut mich auch. Gut, gut. Ja. Ah, guck mal, das ist ein Enderman. Schon wieder. Ja, echt? Mhm. Sowas. Nicht angucken, nicht angucken. Ach, Quatsch. Was denn das? Siehst du da auch was in der Luft schweben? Was wo? Wenn du da zum Richtung Baum guckst? Nee. Warum nicht? Bei mir fliegt da was rum. Wo denn? Genau jetzt hier über mir. Warte, bleib mal stehen, dann seh ich's vielleicht. Nee, ist wieder nix. Ich flieg da mal gerade hoch, das interessiert mich. Ja, mach mal. Ich bleib mal hier unten. Jojo. Jetzt bist du weg. Nee, bist du noch nicht ganz weg. Stonewick! Ja, das kann sein, ich hab die Chunks ein bisschen runtergedreht, die Sichtweite. Weißt du, was das ist? Nee, ich seh's nicht. Ey! Das glaubst du mir nicht. Das ist hier vom Tempel der Zeit, den ich aufgebaut habe. Da hatte ich doch hier mit den Stonepix-Post gearbeitet. Die fliegen hier in der Luft rum. Echt? Ja, das ist genau der gleiche Aufbau. Warte mal, lass mich doch mal fliegen hier. So. Ich sehe es jetzt. Nee, immer noch nicht. Hä? Wo denn? Du bist gerade genau quasi durchgeflogen. Echt? Ja. Also ich sehe es hier nicht. Naja, es ist auch egal. Ja, also abbauen kann ich es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall hier bei mir. Kannst deine Aufnahme sehen. Ja. Jut. Was? Die sehe ich nicht. Naja. Jut, wo bist du? Ah, da. Ja, ich bin hier. Einfach mal geradeaus. Plop, 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 plop. Ja, ist echt mobil, ne? Ja, so als Fledermaus ist es aber ein bisschen eng mit Leben und so. Mhm. Hier, willst du es noch enger haben? Nee. Hier ist ein Eichhörnchen. Ja, ja. Das ist ein halbes Herz. Sauber. Ich hab damit gehört, ein Armel beim halben Herzen Wisser besiegen. Jetzt will ich aber mal schauen. Ja, wir fliegen sogar in die richtige Richtung. Oh, sehr gut. Ich meine, ist doch klar, ich bin noch nicht verplant oder so. Nee. Wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Mhm. Ach, das ist ein Schaf. Ich hab gedacht, was ist denn da im Baum? Okay, ich sehe einen großen Baum. Ja. Oh, was ist das? Kleine Ruine. Ja, von Witchery. Ja, ich wollte gerade sagen. Naga. Mhm. Da ist er schon. Ah. Oh. Ja. Okay. Würde ich sagen. Auf jeden Fall erstmal noch verwandeln. Ja. Wäre nicht schlecht, ne? Ja, wäre eine Möglichkeit. Scharfes S war das, gell? Ja. Nein. So. So. Hallo, Naga. Bereit? Ja. Dann. Ich bin auf dem Weg. Kautippe? Ja, keine Ahnung. Ach, die lassen hier liegen. Wow. Was ist jetzt los? War die jetzt auch geleckt? Ja, aber wieso? Mhm. Ui. Die macht ihr eigenes Ding kaputt. Ja, ja. Ja, hau doch ab. Ja. Sehr schön. Jetzt ist es im Wasser. Ah, ich bin irgendwo in... Was? Ja, keine Ahnung. Ah, ich muss mich erstmal rausbuddeln hier. Aber wir müssen wieder rein. Ich glaube, sie ist wieder drin. Was? Was sind die? Wech. Sie hier? W-E-C-H, wech. Sie ist auch nicht auf der Karte. Hä?
Ja, weg ist sie. Das ist ja jetzt ein schlechter Witz. Gut. Ja, das war die Naga. Ja, sehr spannender Kampf. Ja, definitiv. Ja, das kann doch jetzt nicht sein. Ich würde sagen, wir fliegen einmal kurz hoch und schauen, wo die ist. Hm. Ist ja echt seltsam. Alter. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Nee, ich auch noch nicht. Hm, keine Ahnung, wo die ist. Ich sehe sie. Hm? Die ist hier in der Höhle. Die hat sich die hat sich da festgehangen. Okay. Leck. Oh, die hat sich auch nicht regeneriert. Du kannst sie aber auch nicht angreifen. Wo bist denn du? Komm einmal. Warte mal, ich sehe dich auf der Karte, ja. Gut. So, ich sprinte mal ein bisschen. Ah, da ist er. Ja, da ist er. Alter, wie sind die da hingekommen? Ich hab keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gerade ein bisschen festgehangen. Oh, hier sind ein paar Erze. Na? Ich kann die auch nicht hauen, ne? Ja. Also sollen wir die befreien? Ich gar nicht. Ja. Geht nicht. Ups. Ne, geht nicht. Ja, sehr schön. Mhm. Weil das wollen wir die freimauen? Ja, hauen kann die mich aber. Ja, ja. Ich glaube, die hängt hier gerade einfach irgendwo fest. Was haut denn mich hier? Das ist die Naga. Die kann nicht hauen. Okay. Hm, komisch. Also frei ist sie jetzt. Man hat sich direkt an der Stelle festgehangen. Ich glaube, ich... Ey, also wenn wir bei der Naga schon so viel sagen, ne? Mhm. Ey, das ist ja jetzt nicht schlecht. Der Witz, jetzt hängt die hier am Baum fest. Ups. Uah, lag. Mhm. Alter, hau mich doch nicht immer. Ich glaube, wir müssten mal reloggen, ne? Kann das sein? Ja, ist glaube ich besser. Ja. Irgendwas wird hier nicht richtig angezeigt. Vor allen Dingen, wenn die sich regeneriert, dann müsste die auch länger sein, oder? Ja. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ah! Aber angreifen kann ich sie immer noch nicht. Ja, hauen kann ich sie auch nicht. Aber die ist schon mal länger. So, gut. Ja. Tun wir uns den nächste. Ja, ich schau mal, was die Map sagt. Ja. Okay, da drüben ist Schneegebiet. Ah, hier sind direkt noch zwei Nagas um die Ecke. Oh ja, gut. Dann geh eher mal vor. Jo. Ja. Jetzt muss ich nur der Mauszeiger einmal richtig anzeigen, wo. Okay, eine müsste da unten sein. Oder? Also wenn wir einmal hier geradeaus gehen, müssen wir zur nächsten Naga kommen. Hä? Aua! Ja, lass uns dauern von der. So, wenn das jetzt noch mit den nächsten beiden Nagas passiert, dann habe ich einen Anfall. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt im Ernst, das war auch ein schlechter Witz. Ja, schon. Doch schon Speed in Twilight Forest, wollen den Boss noch viel Fresse hauen. Versuch 2. Ja. So. Ah, sogar Clay hier. Clay? Hm? Clay oder Clay? Clay. Ah. Oh, hier ist ein Loch. Ja, wäre ich fast runtergefallen. Ja. Da hinten ist noch ein, so ein Irrgarten. Ja, die Irrgärten sind lang, uninteressant. Ja. Oh, jetzt noch. Ist vielleicht interessant. Ah. Also, wir waren schon einmal da und. Ist recht uninteressant. So, hier ist die nächste Naga.
Okay. Also, Versuch Nummer 2. Mhm. Würde ich sagen, ne? Hallo Naga, wo bist du? Da hinten ist der Spawner. Ah ja. Alter. Ja, der ist ein Teil abgeworfen. Ah, guck mal, da oben ist sogar ein Haus. Oh. Hey. Uiuiuiui. Alter. Ich hab, oh, grad... ich hab Pumpe. Ja, hatte ich auch gerade. Komm her. Nicht du. Ja. Ich will halt mit dir kuscheln. Weiß, was ich bin anhänglich. Wir haben sie jetzt. Juhu. Sehr schön. Oh, 10 Naga-Scale. Und eine Naga-Trophy und ein Miniatur-Wett. Ja, Yellow Heart. Hm, cool. Erstmal mein Inventar ausrumpeln. Gut. Ja, das war die erste Naga. Ja, besser als die erste, die andere. Ja. Ah, schön. So, nu? So, jetzt haben wir die Naga-Scale und damit können wir quasi den nächsten Boss besiegen. Und zwar okay. Einen Twilight Witch. Hm. Das heißt, wir dürfen uns eine Twilight Witch suchen. Das sieht auch so bescheuert aus mit dem Haus da hinten. Aber ich würde sagen, sind schon mal 20 Minuten. Ich würde sagen, können wir in der nächsten Folge anfangen, oder? Ja. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch bei Sweet Digger vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.